Und scheinbar stehen wir jetzt genau über ihr. Jawohl, tun wir. So, er hat's keinen. Da ist Keine eine Gegner. Höhle. Und zweifellos. Wilkes. Ja, da ist eine Höhle. So, und ja, wir gehen hier auch rein und zweifellos erwartet uns da wieder Ärger drin. Sonst wäre das Ganze ja langweilig. Hallo Wolf. Zack. Euer Fell will ich auch haben. So, hier ist so hell, man. Sieht man doch kaum was. Da geht's durch. Ja. Was war das? Ah, Gegner. Die ist von allein umgefallen. Da kann ich nichts für. Hier drüben. Ach, du bist der Anführer. Das ist ja kurz. Verdammt. Du bist Vampirmeister. Ja. Na, ich glaube ja nicht. Vampir-Nebelläufer. So, wirklich, ich gehe mal von aus, du hast den anderen auch erledigt. Na. Es ruckelt wieder etwas. Das ist aber nicht schlimm. Gut, dass ich die Knochen nicht mitnehmen kann. Also ich weiß zwar nicht, was ich damit auch machen wollen würde, aber ich kann es eh nicht mitnehmen. Doch, ich würde zu Halloween so mein Haus umgestalten in ein Horrorhaus. Mit echten Knochen und echten blutigen Schädeln. Ja. Scheißdreck. Nee, nee. Ich muss mal. So. Das war's prinzipiell schon. Was ich jetzt ein bisschen enttäuschend finde. Aber okay. Alter, hier ist alles voll mit Blut. Was zum Teufel haben die da unten gemacht? Sogar ein Bett. Es ist eine. Ich will es gar nicht wissen. Okay, naja, das war prinzipiell eine recht kurze Vorstellung. Aber okay. Was soll man machen? Kann nicht jeder Dungeon so groß sein? Na, Himmelsrand. So, automatisch Wozu die Eile? speichern. J. So. Berichte Sibylle vom Tod des Vampirs. Nee, das war. Genau. Das war das, was ich vorhin meinte. Wo ich vorhin gesucht habe. Von wegen, habe ich da. Ja. Habe ich gesucht gehabt. Aber okay. Wupp. So. Sibylle, wo bist du? Nee, du bist nicht hier. Dann ist Sibylle. Bille. Bitte wendet euch mit allen Fragen an den Vogt, Falk Feuerbart. Sibylle. Beeilt euch. Ich habe wenig Geduld für banale Belange. Ja. Dreckige Biester, nicht wahr? Ja. So in der Dunkelheit zu leben. So unzivilisiert. Ich habe es lieber etwas glanzvoller. Wie das hier. Hier für eure Mühen.
Und als Dreingabe sollte ich euch wohl etwas über Illusionsmagie beibringen, nicht wahr? Ja, bitte. Danke. Passt auf euch auf und denkt daran, in der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Kann ich das mitnehmen? Naja, die Sehnsteine kann ich mitnehmen. Alles andere wäre klauen. Komisch. Aber okay. Wieso kann ich denn... Hä? Manches kann ich mitnehmen, manches nicht. Das nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das kann ich mitnehmen. Ach, egal. Das Spiel ist komisch. In manchen Stellen. Aber das ist in Ordnung. Wir machen weiter. Bis zum nächsten Level ist es dann doch noch eine ganze Weile hin. Das machen wir auch noch nicht. Dann machen wir doch... das hier. Dann machen wir jetzt doch die Diebesgilde. So, und Wilkes, du wartest bitte hier. Ich halte hier Wache. Ich komme wieder. Keine Angst. Aber Raubzüge sollte ich dich nicht dabei haben. Die Kaiserlichen glauben, dass wir gesetzlose Bestien sind. Dabei bin ich das personifizierte Gegenbeispiel. Da. Das ist ein Haus? Ja, tatsächlich. Ich bin ungesehen. Hey, das gehört euch nicht. Verdammt. Habe ich jetzt draußen? Doch hier. Und jetzt nehme ich es mir und dann taucht sie plötzlich vor mir auf. Wart ab. So, ich speichere. Sie ist nicht da. Ich bin unentdeckt. Nee, es hat funktioniert. Ich bin immer noch unentdeckt. Ich bin immer noch unentdeckt. Und jetzt muss ich auf die andere Seite. Schläft da jemand? Ne, die ist gar nicht da, okay. So, wenn wir jetzt gerade schon da sind. Schauen wir uns natürlich noch ein wenig mehr um. Wie Gold. Ich glaube, mehr gibt es hier eh nicht. Gut. Und wo die jetzt war, würde ich mich fragen, weil jetzt war gar keiner da, gerade war sie noch drin im Haus. Sehr, sehr merkwürdig. So, dann haben wir das hier und das können wir dann auch gleich machen. Wenn wir eh schon in Riften sind.
Vielleicht dürfen wir auch mal in größere Häuser einsteigen. Außerhalb Riftens. So, das ist unsere gute Freundin. Ich werde hier nochmal speichern. Ich bin so gut. hier. Irgendwo da. Gut, haben wir schon wieder zwei Aufträge abgeschlossen, wa? Die Frage ist, wie viel Aufträge können wir schön euch zu sehen. Machen? Ich sollte mal die Hauptquest abschließen. Das machen wir jetzt auch. Das kriegen wir noch. Erstmal abgebe. Habt ihr Probleme? Nein. Ich könnte euch den ganzen Tag lang loben. Aber Geld ist euch lieber, oder? Ja. Nur Bares ist Wahres. Ich bin bereit. Das trifft sich gut. Für extra Arbeit. Meine Kunden werden langsam ungeduldig. Was machen wir? Mach mal Bilanzaufträge. Die meisten Unternehmen in Himmelsrand dokumentieren ihre Aktivitäten in einem Geschäftsbuch. Ach, das... Euer Auftrag wäre es, die Zahlen in diesen Büchern so zu verändern, dass dadurch die durch unsere Aktivitäten entstandenen Defizite verschwinden. Lust, den Griffel zu schwingen. Ja, natürlich. Ich mache es. Sehr gut. Hier ist euer Auftrag. Die Bilanz fällt schon. Ihr müsst mir einen Gefallen. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Habt ihr etwas gestohlen? Ich bin in Riften, okay. Ausräumen ist erledigt. Oh, ihr seid wieder da? Dann wollt ihr jetzt wohl bezahlt werden. Natürlich. Ich bin bereit für Extraarbeit. Gut, wir können das Geld gut gebrauchen. Ich glaube, wir haben eine schöne Villa, in die ihr einbrechen könnt. Meint ihr, ihr könnt sie ausräumen? Natürlich. Und zwar leise? Na klar. Gut. Hier ist alles, was ihr wissen müsst. Mir gefällt es so, wie es ist. Kommt schon, Tom. Okay. Heiratet mich. Alle Augen sind auf euch gerichtet. Enttäuscht. Ich komme schon allein klar. Ihr seid also Brynjolfs neuer Schütze. Jetzt, wo ihr es erwähnt. Ja, in der Tat. Ich habe da einen Käufer mit einem, nun ja, sehr seltsamen Literaturgeschmack, der ein paar besondere Bücher sucht. Ah, cool. Was für Bücher sind das? Es soll sich um das wirrige Schreibsel eines Verrückten handeln. Eines Zauberers namens Arondil, der sehr merkwürdige Interessen hatte. Das Ganze erstreckt sich angeblich über 4 Bände und ist äußerst schwer aufzutreiben. Mein Kunde bietet eine ansehnliche Belohnung dafür, die ich mit euch teilen würde. Okay, ihr scheint Glück zu haben. Ein guter Anfang. Doch ihr benötigt alle 4 Bände, sonst ist die Ausgabe nicht vollständig. Wieso brecht ihr nicht noch einmal nach Ingwild auf und besorgt die übrigen? Hab ich da schon ein Buch von dem? Schick. Okay. Ist das? Das ist eine Sache. Ja, doch, das. Ja, okay, das ist genau die Quest, die ich aus Versehen angenommen habe. Es ist eine ganz andere, diese auch einzusetzen. Den ich noch nicht geschafft habe. Weil mir noch ein Tagebuch fehlt. Nein, das ist der falsche Weg. Auch wenn ihr einer von uns seid, macht ihr lieber keinen Ärger. Dadurch, genau. Ich doch nicht. Ich muss den scheiß Bienenstock noch ausräumen. Nee. Und
ins Haus einbrechen und dann den Bienenstock ausräumen. Was halt noch überhaupt nicht funktioniert hat. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Dass ich aber auch immer... Egal wo ich bin, ich verlaufe mich ständig. Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Hey, können wir kurz reden? Ihr schlagt hier richtige Wellen. Das gefällt mir. Wenn ihr euch mal unterhalten wollt, egal worüber, sagt einfach Bescheid. Golden. Ich würde gar nicht erst versuchen, die Bienenstöcke mit einer Waffe klein zu hacken. Steckt sie einfach an. Die brennen wie Zunder. Okay. Der rührt von einem Auftrag her vor ein paar Jahren. Ihr meint die... Okay. Eigentlich bloß ein simpler Einbruch werden. Ja. Wir werden uns jetzt daran mal versuchen. Ja? So. Wir wissen, der wartet am Eingang. Und wir brauchen das. Wie habe ich noch nicht entdeckt? Natürlich habe ich den entdeckt. Naja, gut. Lustig. Ganz toll. Talos segne euch, mein... Er ist der Bewahrer aller Völker. Der Drache des Nordens. Schutzheiliger... Labonet! Muss ich erstmal aus Riften raus, verdammt. Wenn ich hier den Ausgang finde. Da. Der Rattenweg ist die Stadt. Ja, Wilkes, ich komme sofort wieder. Ich will nur ganz kurz versuchen. Da. Ob ich da jetzt, ob ich das da hinkriege. Bin ich mal gespannt. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, ihr macht den gleichen Kack wie das letzte Mal auch. Aber vielleicht klappt es ja doch. Vielleicht kann ich mich an die Tipps vom Yogi erinnern. Oder an den Tipp. Denn er sagte nicht da rein, sondern es gibt scheinbar irgendeinen Abwasserkanal. Oder irgendeinen Geheimgang quasi. Was ich allerdings fast nicht glaube. Okay, wir speichern einmal. Hoppala. Okay, aber ich habe die Stelle schon mal. Tada! Das heißt erstmal vorsichtig. Uns ganz vorsichtig umschauen. Man weiß schließlich nie, ob hier nicht doch jemand rumspringt.
Ich werde hier auch mal zwischenspeichern zwischendurch. Habe ich da jemanden gehört? Nee, ne? Wo ist denn? Nee. Wir müssen irgendwo. Gehen die Dietriche aus? Boah, sag doch gleich, dass das... Ach, jetzt habe ich sogar schon mit Adept-Schlössern Probleme, ey. So schlimm ist, dass du mich schubstellt. So. Heilungstrank nehmen wir mit. Natürlich das Gold. Und Dietrich und noch mehr Gold. Da ist jemand, das ist schlecht. Deswegen werde ich jetzt auch noch mal speichern. Wir werden mal versuchen. Was war das? Ah, scheiße. Okay. Sind scheinbar nur Söldner. Nicht schlimm. Deswegen gehen wir. Was? Nein. Ist da jemand? Hier drüben. Nur ein Kratzer. Na komm. Na. Na. Bis. Ja. Ja. Ich ergebe mich. Ja. Komm schon. Ja. Wir sind verloren. Jetzt ist Schluss. Na, bist du auf jetzt? Komm schon. Na, aus. Zack. Ich bin zwar von der Diebesgilde geschickt worden, aber... bin dann halt doch mehr mehr alles andere als die mit Gilden. Egal. Das waren E-Plus Söldner, das ist nicht schlimm. So, noch mehr Gold. Und natürlich nehmen wir auch die Bücher mit, wenn die so eingeschlossen sind, dann dürften die etwas schwerer zu finden sein. Schloss. Hm. So. Gut. Wo kommen wir denn da hin? Achso, ne, hier muss ich sogar hin. Den Keller. Ist da jemand? Ach, komm schon. Lassen wir die Spielchen. Ich möchte mal... Naja, gut. Ja, das glaube ich ja nicht. Aber normalerweise müsste ich das, kann ich das bestimmt auch abschließen, ohne zu kämpfen. Ich werde euch in Stücken sehen. Zack. Ja. Komm schon. Genug. So, da ist nichts.
Aber jetzt habe ich den Kellerschlüssel, super. Und die Truhen kriege ich trotzdem nicht mit auf. Naja, gut. Da muss ich runter. Ah, Gold. Hä? Ach, da geht's noch weiter runter. Moment. Ah, okay. Ach, komm schon. Aus. Na. Kopf ab. So. Ja. Das ist der Tresor. Kanalisation. Genau das meinten die wahrscheinlich. Dass ich hier auch einfach von unten durch die Kanalisation hätte hier raus rein können. Tresor und wieder weg. Ich will jetzt aber gucken, irgendwo muss es doch den scheiß Tresorschlüssel geben. Ja. Ich habe jetzt schon wieder Ching 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 gehört. Ah. Wo? Wieso kommt denn ihr jetzt alle wieder? Ihr könnt euch hier nicht verstecken. Ja, das ist so super. Bringt es schon zu Ende. Ja, jetzt komm. Nummer 1. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Ich habe gehört von euch. Na komm. Ah. Was war denn das gerade? Oh. Du solltest keine Wache werden, mein Freund. Mit dem Geschrei. Ihr seid ein Niemand, hört ihr? Ein Niemand. Das war's schon. Mehr habt ihr nicht drauf. Hast du was gesagt? So, ich würde jetzt da gerne hoch, genau. Erster Stock. Die Waffe stecken wir weg, denn wir bemühen uns jetzt wieder leise zu sein. So. Knoblauch, falls Vampire kommen. Sollte ich mal gucken, ob ich den nicht auch von hinten so Stealth-angriffsmäßig töten kann. Oder erstmal ausrauben. Verdammt. Ah. Spielchen.